So, willkommen zurück bei Pokémon Kristall. Im letzten Part haben wir Major Bob in Orania City besiegt, haben also den dritten Orden in Kanto erobert. Beides. Und jetzt, wenn ich mich nicht irre, geht's jetzt nach Prismania City. Gucke ich aber nochmal genau nach, Major Bob. Ja, Prismania City, genau. Los geht's, in dieser Stadt waren wir noch gar nicht. Wir sind hier schon mal nach Kanto, wir sind ja schon mal durch Kanto so durchstrawenzelt, ja. Aber da haben wir ja bewusst ein paar Städte ausgelassen und überhaupt, weil ich ja gesagt habe, wir werden wiederkommen. Und hier sind wir ja wieder und jetzt geht's eben nach links von hier aus, nach Prismania City. Da waren wir noch nicht. Hast du was zu sagen, was Gutes? Ich nehme meinen Posten als Wachen ernst. Hey, du hast einen Pokédex. Okay, du darfst passieren. Jeder mit einem Pokédex darf passieren und jeder ohne nicht, oder was? Muss ich das verstehen? Das hier ist irgendwie die kleinste Route der Welt. So, normalerweise sollte man hier durch diesen Tunnel kommen und hier rauskommen, aber der ist halt verriegelt. Ist halt im Kristall alles ein bisschen anders. Und wie gesagt, das ist irgendwie die allerkleinste Route ever, weil die ist jetzt hier schon wieder zu Ende. Ja, der Wahnsinn, was? So, Prismania City, dann können wir uns hier mal ein bisschen umgucken, bevor wir gegen die Arenaleiterin Erika antreten werden. Ja, ja. Ist das ein Quappo? Dieses Quappo ist mein Partner. Ich frage mich, ob es sich wohl je in ein Frosch-Pokémon weiterentwickelt. Nee, dafür ist es zu spät, ne? Da musst du Quapuzzi einen Kingstein geben und eintauschen. Dann wird es zu einem Quaxo. Aber du hast halt jetzt schon ein Quappo. Tja, das, ne? So, soll ich dir ein Geheimnis erzählen? Prismania Villa hat eine geheime Hintertür. Die hier, ist das die Prismania Villa? Ja, ne? Das ist die Villa. Ja, genau, Prismania Villa. Die hat eine Hintertür. Gehen wir auch rein, da sieht man sie schon. Und ja, da gehen wir später auch noch rein. Wir gucken uns halt natürlich hier wieder ein bisschen um, ne? Oh, der Pokémon-Markt. Hat der nicht normalerweise zwei Türen oder sollte er nicht zwei Türen haben damals? In der Beta-Version hatte er, glaube ich, auf jeden Fall zwei Türen. Und ich glaube, später bekommt er zwei Türen, oder? Das gucke ich jetzt nach, weißt du? Ja, ich glaube, das Einkaufscenter von Prismania bekommt später zwei Türen. Ach, und in Rot, Blau und Gelb hatte es sogar zwei Türen. Hatte ich ja doch recht. Das ist sehr interesting. Ja, Feuerrot, Blau können auch zwei Türen. Ha, das ist ja interessant. Hier nicht. Ja, hier ist auf jeden Fall der große Pokémarkt auch nochmal. Hier so ein ganzes Einkaufscenter, wie in Johto halt auch. Wir reden hier auch nochmal jeden an. Dieses Einkaufszentrum gehört derselben Kette an wie das in Dukatia City. Sie wurden beide zur selben Zeit renoviert. Ah, das ist doch mal sehr interessant. Ich bin zum ersten Mal hier. Es ist so groß. Ich habe Angst, mich zu verlaufen. Blödsinn, kann man nicht. So, was gibt's denn bei euch so, ha? Trank, Supertrank, Hypertrank, Top-Trank, Schutz, Blutz, Flutz. Das ist wunderbar. Und hier so? Pokéball, Superball, Hyperball, Fluchtseil. Ah ja, schöne, praktische, tolle Sachen hier auf jeden Fall. Ja, da gönne ich mir noch... Da gönne ich mir noch zwei. Und Hyperheiler weiß ich gar nicht, wie viele ich habe, aber das ist egal. So, erstmal shoppen gehen hier, also alles super, ne? Mein Papa hat sich sehr schwer getan, die Bezeichnungen aller Items zu lernen und zu unterscheiden, wann man sie einsetzt. Oh ja, das denke ich mir, es gibt ja so viele Items. Ich bin erst vor kurzem Trainer geworden, mein Sohn hat mir dazu geraten. Dieses riesige Angebot an nützlichen Items ist überwältigend. Ja, ja, aber es gibt halt auch so viele unnütze Items, ne? Es ist halt... Ja, muss man halt so abwägen, ne? Hier so. Im TM-Laden erhält man seltene Attacken. Oh, ist das hier der TM-Shop? Muss ich gleich mal vorbeigucken. Ich kann mich nicht entscheiden, welches Pokémon diese TM halten soll. Ja, das ist immer auch ganz schwer, ja. Vor allem, weil ja in den ersten Generationen TMs nur einmalig einsetzbar sind. Das ist immer so. Effekt hängt von Pokémon ab. Das ist wahrscheinlich Kraftreserve. Das ist, Hä? Versteigt Feuer... Sonnentag. Ja, das Schutzschild verstärkt Wasserattacken, das Regentanz fügt in jeder Runde Schaden zu. Ja, das kann jetzt einiges sein. Walzer? Das war's? Voll der Scheiß, ich brauche nichts davon. Wäh, und was macht ihr, Hübsches? Tauscht ihr gerade?
Oh, oh, ich habe mein Pokémon getauscht, ohne ihm Upgrade wegzunehmen. Oh, dann entwickelt es sich vielleicht. Ja, endlich habe ich mein Porygon. Ich bin nicht sehr gut an den Spielautomaten, deswegen habe ich nie genügend Münzen. Was? Das getauschte Porygon hat sich in ein anderes Pokémon verwandelt. Ja, in Porygon 2. Dafür braucht man eben Upgrade. Haben wir auch schon im Inventar, sagen wir es so, im Beutel. Aber ich werde es ja nie tauschen können. Was gibt's hier? Willkommen, womit kann ich dienen? Oh, so Sachen. Drei Sachen, wow, das ist Wahnsinn. Hier so? Das ist der einzige Ort, an dem man einen Herzbrief verschicken kann. Ach so? Oh, okay. Ich möchte hier einen Surferbrief an meine Freundin schicken. Mach das, die wird sich sicherlich freuen. Sonst ist hier niemand? Alles da. Dann gehen wir nochmal eine Etage höher. Hallo, wer bist du denn? Rote Haare hier. Ich möchte Items kaufen, mit denen der Status meiner Pokémon verbessert wird, aber ich habe nicht genug Geld. Achso, hier gibt's KP Plus und lauter so ein Zeug, ne? Ach, und genau das meine ich, die sind alle so unnötig, diese Items, finde ich. Ich weiß nicht, ich finde sie so unnötig. So, KP Plus, genau, ja, super, aber es ist halt ein bisschen teuer. Aua, mein Nacken. Au, 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 au. Au. Ich möchte AP Plus kaufen, damit die AP der Attacken steigen, aber das kann man nicht kaufen. Ja, das ist richtig, leider. Es macht Pokémon glücklich, wenn sie Items benutzen dürfen. Allerdings mögen sie manche Items nicht. Das ist auch richtig. Also man muss auf so vieles achten, ja, das ist schon der Wahnsinn. So, hier sind wir ganz oben, hier gibt es nur Getränke. Oh, hier gibt es keine Spiele. Ich wollte doch spielen. Da musst du in die Spielhalle gehen. Ein Spielautomat mit einem Roulette. Die gibt es schon lange nicht mehr. Stimmt, dieses Einkaufscenter hatte doch so eine Spielhalle intern eingebaut sozusagen, ne? Da gab es doch Spiele zu kaufen und so. So eine Art GameStop oder so, weißt du. Da gab es sowas, voll cool. Hier ist die Anleitung. Ja, hier gibt es halt, ja, so Sachen. Brauchen wir nicht. Okay, cool. Ja, dann fahren wir mit dem Fahrstuhl wieder runter, haben wir alles angeguckt. Schon mal. Hier gibt es ja kein Kellergeschoss, ne? Nein. Ganz genau. Und ja, dann gucken wir uns einfach mal ein bisschen weiter um hier in Posmania, ne? Haben wir noch nicht alles gesehen, noch lange nicht. So, hallöchen, hübsche Dame. Das Einkaufszentrum in Posmania City bietet die größte und beste Auswahl an Artikeln. Was du da nicht findest, wirst du nirgends finden. Herrje, ich klinge wie ein Vertreter. Ein bisschen, ein bisschen. Hallöchen. Mir wird ganz schwindelig, wenn ich beim Laufen auf den Boden gucke. Dann lass es doch. Was? Was ist denn bei dir los? Ist die Helligkeit eigentlich wieder zurückgeschraubt? Ist mir nämlich aufgefallen, beim letzten Mal, da hatten wir... Okay, wegen den Strudelinseln die Helligkeit sehr hoch. Und dann waren einige Farben ziemlich grell. So, hallo erstmal. Ich hab schon wieder bei dem Spielautomaten verloren. Wir Mädchen spielen auch an den Automaten. Versuche es doch selbst mal. Ja, nein, ja, vielleicht später. Im Restaurant wird ein Wettessen abgehalten. Ihnen beim Essen nur zuzusehen, bringt mich schon zum Platzen. Ach so, ich dachte, du bekommst dann Hunger. Ist das das Restaurant? Ja, hey. Hi, wir halten gerade ein Wettessen ab. Wir können dich im Moment leider nicht bedienen. Oh, wie frech, was ist das denn? Gibt's hier was? Gecko hat Überreste gefunden, hey. Lecker, ein paar Überreste. Nam nam, ich habe Müll gewühlt und habe Überreste gefunden. Nee, ist ein super Item, weil das gibt nämlich KP zurück. Das ist voll geil. Wo ist es denn? Hier, voll geil nämlich. Und das gebe ich jetzt... Lugia, oder? Du trägst doch irgendeinen Schmarrn. Lugia hält schon das Item Fokusband. Ah, Fokusband. Nö, du kriegst jetzt hier Überreste. Das ist viel geiler. Könnte K.O. bla bla bla. Das bekommt jetzt... Warte, wer trägt die Beere? Suicune. Ja, dann bekommt Suicune das Fokusband. So. Sehr schön. Was steht hier? Wettessen, Essen bis zum Umfallen, kein Zeitlimit. Der größte Vielfraß bekommt alles umsonst. Oha. Ich esse immer weiter. Na, Schub, Chefkoch. Oh je. Was gibt's denn da Hübsches zu essen? Sprich mich nicht an. Du störst meine Konzentration. Entschuldigung. Quantität ist mir wichtiger als Qualität. Ich bin erst glücklich, wenn ich plotze. Jo.
Das Essen hier ist gut, aber in Ducatia City gibt es die besten Speisen der Welt. Aha, aha, aha. Wo gibt's denn da ein Restaurant? Da ist doch gar keins. Und, ja, ich sehe schon, das Hotel ist weg. Ich glaube, das war hier drin. Ich glaube, hier war das Hotel drin und jetzt ist hier ein Restaurant drin, ne? Ja, 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 ja. Ja, sehe ich schon. Aha. Beziehungsweise, ich sehe gerade, dass man hier mehr Häuser betreten konnte. In Rot, Blau und Gelb. Und Gelb, ja, Gelb. Und auch voll Rotblattgrün. Da konnte man hier in dieser Reihe 3 Häuser betreten. Und hier in Kristall kann man nur 1 betreten. Das ist interessant, heißt? Okay. Hier unten ist wieder mal ein Zerschneiderbusch. Ich weiß nicht, was die mit diesem scheiß Zerschneiderbüschen haben. Schrecklich. Und da geht's eben zur Poké-Arena. Aber das machen wir natürlich dann in der nächsten Folge. Erstmal gucken wir uns hier noch weiter um. Gab's hier nicht ein Item irgendwo? Vielleicht hier oben? Hier oben muss es was geben. Ja, also, ein AP Plus. Oh, AP Plus! Mensch, das brauche ich doch! Was machen wir denn jetzt? Ah, weißt du was? Ich gebe mal ein paar Items ab gerade mal im Pokécenter. Lager ich mal ein bisschen in der Box. Damit ich mal wieder ein bisschen mehr Platz habe hier, ne? So, dich habe ich ja schon angesprochen. Was ist denn hier? Tipps für Trainer. Der Megablock schützt Pokémon vor Spezialattacken wie zum Beispiel Feuer und Wasser. Hol dir deine Item. Okay. Hier war ja nichts, ne? Nee, nö, 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 nö. Gut. Dann auf ins Pokécenter, nicht? Das ist hier oben. Huch. Und Items abgeben. Euch habe ich auch noch nicht angesprochen, alle, ne? Oh Mann, Leute. So, PC von Gecko. Wunderbar. Und ablegen. Und zwar Metallmantel. Ich kann eh nicht tauschen. Upgrade. Ich kann eh nicht tauschen. Sorry. Was gibt's noch? Was kann ich noch ablegen? Die Aprikokos muss ich mal endlich loswerden. Sonderbonbon setze ich eh nicht ein. Also können die auch weg. So, fertig. Yay. Was gibt's denn sonst hier Schönes? Oh, Mondstein. Num, 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 Drachenzahn. Wunderbar. Alles cool. Berserk gehen. Ja, habe ich auch abgelegt. Okay. Gut. So viel dazu. Dann spreche ich euch noch an. So, hallo? Hallo, bleibst du da? Erika versteht es meisterlich, mit Pflanzen-Pokémon umzugehen. Eine Unachtsamkeit wird dir bei ihr übel bekommen. Wer ruft denn jetzt? Was? Gecko? Ich, Gudrun, hast du Zeit? Sind deine Pokémon noch immer stark? Ja, sind sie, oh mein Gott. Immer diese Plaudertaschen. Ja, es ist schrecklich. Ja. Okay, jetzt weiter im Text. Eusin? Was machst du denn hier? Was? Das ist der immer auf die Suche nach Suicune gegangen ist, so hier. Der hat Suicune verfolgt damals. Hi, ich komme gerade von meinem Heimatort zurück. Es ist schon lange her. Oh, übrigens, Gecko, hast du die legendären Pokémon Raikou und Entei gefangen? Noch nicht. Entei fehlt mir noch. Okay. Falls du auch nur eines von ihnen fängst, gibst du mir Bescheid. Ich zähle auf dich, Gecko. Bekomme ich von dir... Hä? Die Klarglocke habe ich doch schon. Was? Bekomme ich noch von dir irgendwas, wenn ich alle drei habe? Das kommt mir gerade voll unbekannt vor. Was? Was macht er hier? Was bekomme ich von ihm? Okay, das wird... Das müssen wir uns merken. Wenn wir Entei auch noch haben, dann müssen wir zu ihm zurück. Vielleicht kriegen wir irgendwas. Ich weiß es nicht. Hä, krass? Das weiß ich gar nicht mehr. Was? Krass, okay, mal gucken. Wow, du und dein Pokémon versteht euch sehr gut. Das siehst du, das ist schön. Und du bist? Das Versteck von Team Rocket befindet sich im Keller der Spielhalle. Oh, warte, das war ja vor 3 Jahren. Ja, genau. Team Rocket hatte hier sein Versteck in der Spielhalle, aber jetzt eben nicht mehr. Beziehungsweise vielleicht ist es ja immer noch da, aber es ist halt leergeräumt und zugemacht und keine Ahnung. So, hier ist eigentlich nur Dingenskirchen. Die Stadt der Regenbogenträume, ach so. Oh, macht Sinn, dass Eusin hier ist, ne? Regenbogen, Ho-Oh und so. Interessant. Warum ausgerechnet hier? Warum wartet Eusin nicht in Teak City auf uns? Ey, das ist verrückt. Hä? Also,
Ich bin echt gespannt. Also, das wird sehr interessant. Mal gucken, was das da wird. Ja, das Haus hier, das ist nur hier, da kannst du deine Gewinne abholen, wenn du genug Münzen hast. Ich wollte ein Porygon, aber mir fehlen 100 Münzen. Fehlten, okay. Fehlten? Dann hast du sie doch, ne? Puh, ich muss ruhig Blut bewahren. Wenn ich nervös werde, könnte ich mein ganzes Geld verlieren. Oh, gibt's hier Kohle auf dem Boden? Nö, ne? Gibt's hier nicht, ne? Gibt's in der Prismania City Halle vielleicht Kohle auf dem Boden? Ich weiß es nicht. Ja, wir tauschen Münzen gegen fabelhafte Preise. Hier gibt's TMs. Aha. Du hast nicht genug Münzen. Was war denn TM 32? Ich hasse es so sehr, dass man hier nicht sieht, was das für Attacken sind. Ne? Muss man erstmal nachschlagen hier. Das mache ich mal kurz für euch, damit ihr das schon mal Bescheid wisst. Vielleicht, ne? Hier so TM 32 wäre. Gar nichts. Hä? Was? Wie was? Warum kriege ich das hier nicht raus? Was ist denn das für ein Käse hier? TM 32. Bitteschön. In Kristall ist es. Doppelteam. Das braucht ja kein Schwein. Jetzt bitte TM 29. Das ist Psychokinese. Das ist schon mal sehr geil. Und TM 15 ist Hyperstrahl. Okay, die zwei sind natürlich sehr geil. Und hier haben wir... Ja, hier haben wir Pokémon, ne? Porygon zum Beispiel. Hupsi! 98 Münzen haben wir, cool. Moment. So, Pikachu, oh! Porygon und Lavita. Können wir... Ne, Porygon bekommen wir sonst gar nicht her, ne, glaube ich. Porygon können wir, glaube ich, nicht fangen und gar nichts. Das müssen wir, glaube ich, von hier holen. Ja, genau. Okay, dann ist das so. Die restlichen können wir fangen. Also, das lohnt sich nicht, da Geld auszugeben für das... Und hier ist eben die Spielhalle von Prismania. Ganz klar. Oh, was hier? Getränke? Nee, weiß nicht. Was hast du zu sagen? Hey, ein Champions B. Spielst du auch an den Automaten? Ich möchte genug Münzen sammeln für ein prämiertes Pokémon. Aber ich habe noch nicht genug Münzen. Bist du der Arena-Heini? Das gibt's ja nicht. Hey, hinter diesem Poster... Da ist nichts. Voll verarscht hier. Aber hey, hinter diesem Poster... Da ist auch nichts. Da war früher mal ein Knopf und dann tat sich eine Tür auf in den Keller und da war das Team Rocket versteckt. So war das. So, ich weiß nicht, ob es hier Münzen gibt irgendwie auf dem Boden. Ich will das jetzt hier nicht alles abklappern. Hier kann man eh Münzen kaufen, ne? Du kannst deine Münze nebenan gegen fabelhafte Preise eintauschen. Hä, warte mal, kann man nicht Münzen kaufen? Ja. 50 Münzen kosten 1000 Dollar, okay. Ja, 500 kosten 10.000. Da könnte ich schon mal 1000 Münzen holen. Ich könnte hier einfach einkaufen, das ist so witzig. Ich glaube, hier gibt es keine Münzen auf dem Boden. Ich weiß es nicht. In irgendwelchen Editionen gibt es Münzen auf dem Boden. Das finde ich voll cool. Aber hier nicht. Bekommen wir denn Münzen von euch? Die Chancen, eine Pikachu-Reihe zu bekommen, stehen gut. Aber was nun? Ich glaube, die schenken einem auch keine Münzen. Aber in irgendwelchen Spielen schenken die auch einem Münzen. Und man findet Münzen auf dem Boden und voll cool. Die Münzen kommen mir entgegen. Hm? Was, Zwerg? Du willst spielen? Ich teile mein Glück mit dir. Ah, tatsächlich. Wir bekommen doch Münzen. Ich fühle mich wohl, wenn ich anderen etwas Gutes tue. Ich weiß aber nicht, wie viele wir jetzt bekommen haben. Nicht allzu viele. 98 hatten wir. 116. Ja, schön. Immerhin ein bisschen was, ne? Cool. Schenkst du auch Münzen? Ich glaube, an diesem Automaten werde ich gewinnen. Die Gewinnchancen sind bei jedem Automaten anders. Hör ich immer wieder. Scheint wohl so zu sein. Die Spielautomaten sind alle hochmodern. An diesem Automaten will ich spielen. An dem habe ich gestern haushoch verloren. Das will ich heute wieder haben. Denke ich mir. Okay, genug Zeit hier vergeudet. Und, boah, 20 Minuten haben wir schon. Was ist da los? Alter, was ist da los? Wir müssen noch hier hin. Hier, in das Hotel hier, in diese, hier, was ist denn das? Eine Prismania-Villa, da müssen wir noch hin. Haben wir mit dir schon geredet? Und zu dem alten Mann da hinten müssen wir auch noch. Soll ich dir ein Geheimnis verraten? Achso, hast du schon. Ja, danke. Jusch. Komm, wir machen einfach ein bisschen länger, gucken uns hier noch weiter ein bisschen um. Dann können wir direkt im nächsten Part einfach, hier, ne? Die Arena-Leiterin direkt weitermachen hier, ne? Mach ich hier einfach mal ein bisschen. Überziehe ich mal ein bisschen hier, ne? Hallöchen! Meine süßen Pokémon sind meine Begleiter. Mit ihnen fühle ich mich nie allein.
Mauzi bringt sogar Geld nach Hause. Ja, mit der Attacke Münztag wahrscheinlich, ne? Ja. Mautz. Und das hier ist ein Pipi, okay. Und ein Nidoran, okay. So, dann gucken wir uns mal ein bisschen weiter um hier. Zackeli zack. Was haben wir hier? Nichts. Wie? Hä? Wieso ist hier niemand? Und warum sind hier eigentlich keine Türen? Wieso können wir hier einfach durch? Ist wahrscheinlich schwierig zu designen gewesen. Hier sind wahrscheinlich schon Türen an sich. Das konnte man damals jetzt auch noch nicht wirklich so designen. Und hier ist es, glaube ich, ganz spannend. Hier ist doch das Game Freak Team, ne? Game Freak, genau, Entwicklungsraum. Die sind in jedem Spiel vertreten. Das finde ich voll geil, so ein kleines Easter Egg. Das, ja, Game Freak halt. Die haben Pokémon entwickelt. Das finde ich immer voll cool. Die haben sich in jedem Pokémon-Spiel irgendwo verewigt. Meistens in so einem großen Gebäude. Das finde ich voll cool. Wer? Ich? Ich bin der Programmierer. Probier die Spielautomaten aus. Ist das richtig? Ich bin der Spieldesigner. Es ist schwer, den Pokédex zu erstellen. Aber gibt nicht auf. Aber gibt... Ja, ja, okay, komischer Wortsatzbau. Wenn wir den Pokédex vervollständigt haben, bekommen wir hier von Game Freak eine Urkunde, damit, dass wir den Pokédex vervollständigt haben. Gibt's auch in jeder Edition, finde ich voll cool. So, und du so? Ich bin der Grafiker. Ich habe eine Zeichnung von dir angefertigt. Oh, cool. Sind die Zwillinge nicht anbetungswürdig? Jasmin ist auch sehr hübsch. Oh, ich bete sie an. Okay, dann, es ist angefüllt mit Utensilien. Da ist sogar eine Pokepuppe. Okay. Da ist eine detaillierte Zeichnung eines hübschen Mädchens. Und hier? Das ist das Spielprogramm. Die falsche Handhabe könnte Fehler im Spiel verursachen. Ja, in der Tat. Könnte nicht nur, sondern hat es auch. Leider gibt es hier ja einige Fehler. Haben wir schon ein bisschen drüber geredet. Und es gibt eigentlich in jeder Edition Fehler. Aber es ist natürlich... Ja, ein Spiel komplett fehlerfrei zu machen, ne? Viel Spaß. Es ist eigentlich so gut wie unmöglich. Hier sind wir auf dem Dach. Schöner Himmel, ne? So dieses Blau. Das ist verblüffend. Okay. Hohe Orte, ich liebe sie sehr. Ich sage immer, es gibt nur eine Sache, welche die Höhe so sehr liebt wie ich. Rauch. Was? Okay. Ja, gut. Ja. Und da ist noch ein Raum und da müssen wir eben von hinten rein. Also... den Hintereingang benutzen. Also, hinters Gebäude und dadurch die Tür, ne? Also, hier. Mensch. Au. Das war mein Kiefer. So, ja. Dann, lass uns da mal schnell hingehen. Ja, Game Freak haben wir jetzt kennengelernt. Ganz lustig. Gab's hier ein Item? Gab's hier was? Gab's hier was? Gab's hier was? Gab's hier was? Nein. Okay. Stimmt, wir wollten AP Plus noch holen. Jetzt gehen wir erstmal hier rein. So, zack. Gehen wir erstmal hier hoch. Und hoch. Und noch höher. Und da sind wir schon. So, was gab's denn hier? Eine TM, glaube ich, oder? Hallöchen, mein mysteriöser Freund. Lass mich eine gruselige Geschichte erzählen. Allerdings, so unheimlich ist sie gar nicht, wenn es draußen noch hell ist. Komm wieder, wenn die Sonne untergegangen ist, okay? Och, Käsekacke! Ah, ja, gut, dann müssen wir irgendwann abends wiederkommen. Ich glaube, er schenkt uns eine TM. Ich glaube, es war so. Ist die denn bedeutungsvoll? Brauchen wir die denn unbedingt? Ich weiß es nicht. Prismani... TM-Fluch? Wirklich? Ich weiß es nicht. Kristall. Ja, doch. Ja, Fluch. Okay, brauchen wir echt nicht. Ist also eh irrelevant. Okay. Also ja, wenn ihr da abends wiederkommt, erzählt dann eine kleine Geschichte und dann bekommt ihr TM-Fluch. Wow. Verblüffend. Hier können wir nicht rein. Genau, hier ist auch nichts mehr. Gut, dann holen wir uns noch AP Plus da hinten ab. Und dann war's das für diese Folge. Dann können wir im nächsten Part uns um die Arena kümmern, ne? Jetzt haben wir ja alles gesehen eigentlich hier. Nee, stimmt, den alten Mann müssen wir noch anreden. Ja, aber dann haben wir echt alles gesehen. Es war eine schöne Stadttour durch Prismania. So, hier AP Plus bitte. Dankeschön! Wunderbar! Ja, das ist sehr hilfreich auf jeden Fall. Ja, genau, der alte Mann noch.
Und dann haben wir alles. Hallöchen. Hier sind vor kurzem Slimer aufgetaucht. Siehst du den Teich da vorne vor dem Haus? Dort leben jetzt Slimer. Wo kommen sie her? Das ist ein echtes Problem. Das ist wirklich merkwürdig, ja. Oha, entschuldigt. Komm, wir fangen uns noch einen Slimer. So viel Zeit muss sein, oder? Komm, komm schon. Komm, einen Slimer hätte ich gerne. Bitte, bitte einen Slimer. Slimer. Jetzt, komm, bitte. Was ist da los? Hallo? Slimer? Slimer! Slimer! Okay. Ja, nein, das wollte ich gar nicht. Hallo? Slimer. Profi-Angel. Wie jetzt? Kacke! Ah, jetzt. Ist das ein Slimer? Jawohl, das ist ein Slimer. Warum auch immer die in diesem Teich sind, man weiß es nicht. Wie der alte Mann schon sagte, es ist ein echtes Problem. Ja, Eishieb? Ich bin zu stark. Ja. Ja gut, hat sich erledigt. Scheiß drauf. Super. Haben wir auf jeden Fall super gefangen jetzt. Ja, ganz toll. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Da, wie gesagt, kümmern wir uns da um die Arena. Dann holen wir uns den nächsten Orden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und ja, hinterlasst gerne ein paar Kommentare. Würde mich extrem freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Danke, tschüss, euer Gentrix.